Einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Aquanox 2 Revelations. Ja, in der letzten Folge sind wir ja in eine ziemlich große Festung eingedrungen und haben uns da erwehrt, was nicht ganz so easy peasy war, aber wir haben es dann doch geschafft. Und dann wollen wir mal gucken, wie es jetzt am besten weitergeht. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut, und wenn nicht, ihr wisst schon, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Shantyman. Hey, ich kenn dich doch. Du bist William, ja? Wie geht's Amitab? Komm, wir kübeln den Tsunami-Booster. Ich weiß nicht. Ach komm schon, was soll das? Du willst doch ein Söldner werden. Dann musst du deinen Freunden vertrauen. Meinen Freunden? Ja. Na also, William. Ich bin auf dem Weg nach Neopolis. Will mir dort ein paar Credits verdienen. Bei einer Art Bürgerkrieg kann jede Seite Hilfe gebrauchen. Und du, wo fährst du hin? Erstmal bleibe ich hier im argentinischen Becken. Okay. Ich merke schon, du traust mir nicht. Was soll's? Wie heißt es bei uns im Norden? Eine Mehrheit kann auch nur eine Ansammlung von Idioten sein. Und was bedeutet das? Dass nicht automatisch die Recht haben, die in der Überzahl sind. Also, Licht, junger Freund. Ja, hat er nicht ganz so Unrecht, ne? William, ich will mit dir reden. Es tut mir leid wegen kürzlich. Ich bin nicht wild auf den Schatz. Das musst du mir... Ich glaube es dir ja. Ich war zu dumm. Ich glaube sogar ein wenig eifersüchtig. Eifersüchtig? Meinetwegen? Auf Mei-Ling? Ich denke nicht, dass ich das richtige Format habe, das Mayday braucht. Bist du einsam, William? Fühlst du dich einsam? Ich weiß nicht. Jetzt, wo meine Großmutter gestorben ist, vielleicht ja. Aber in letzter Zeit hatte ich wenig Gelegenheit, darüber nachzudenken. Ich schon. Ned und Fuzzyhead. Sie haben mich mitgenommen. Aber sie haben mich auch aufgenommen. Und trotzdem kann ich nicht leben, wie ich will. Wieso? Jeder Mensch hat das Recht dazu. Halten sie dich gegen deinen Willen hier an Bord fest? Psst, William. Nein, so ist es nicht. Es ist nur... Ich habe keine Wahl. Amitab hat keine Wahl, weil er den Schatz jagt. Stoney hat keine Wahl, weil er hier bei uns am besten aufgehoben ist. Ned und Fuzzyhead, sie haben eine Aufgabe. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Mei-Ling hat immer eine Wahl, zu jedem Augenblick. Aber du hast keine Wahl. Keine Freiheit zu wählen. Ja, keine Wahl zu haben, das bedeutet Einsamkeit, William. Dann werde ich dir helfen und... Leise, William. Auch du hast keine Wahl mehr. Das verbindet uns. So ein Ding ist das also. Ach so, wir haben keine Wahl, also haben wir zusammen eine Wahl. halt die Klappe. Hey, hey! Blow the man down! Gut gemacht, Quappe. Na, ich weiß nicht, ist das unsere Art? Unsere Art ist zu überleben. Und jetzt misch dich wieder unter das Volk. Na, das war kurz und knackig, nicht? Dann wollen wir mal gucken, El Topo. Nö, hat uns auch nichts zu sagen. Dann vielleicht abdocken. Oh, Mei-Ling. Mei-Ling, ich dachte mir, wir könnten heute hier irgendwo essen gehen. Du willst essen? Mit mir? Hast du denn davor keine Angst? Ist deine Gabel auch lang genug? Ich habe über das nachgedacht, was du mir gesagt hast. Das mit dem Leben. Ich meine, jeder Mensch hat doch eine Wahl. Also habe ich mir gesagt... Wie auch immer. Und du denkst, du hättest eine Wahl. Bestimmt. Jeder hat eine Wahl. Gut oder böse, Norden oder Süden, alles hat seine zwei Seiten. Ein Stock, eine Kompassnadel. Ich war die ganze Zeit, mein ganzes Leben zu vorsichtig. Und ja, ich habe Angst vor dir, aber... Im Gegensatz zu einer Nadel habe ich allerdings zwei scharfe Enden. Ich beobachte dich, kleiner Drache. Und ich sehe, wie du dich entschieden hast. Dasselbe hat Angelina gesagt. Ich würde mich einlullen lassen. Liebe und Husten lassen sich nicht verbergen, kleiner Drache. Du hast deine Wahl bereits getroffen. Du weißt es nur noch nicht. Und außerdem geht es nicht unbedingt um die Länge der Gabel, sondern nur, wie man damit isst. So, das wollte ich schon die ganze Zeit loswerden. Okay, ist natürlich unpraktisch, wenn du zum Hauptgang nur eine Kuchengabel hast, aber im Großen und Ganzen. So, wo jetzt? So, haben wir noch was? Ah ja, jetzt haben wir hier oben was bei El Topo. Licht, junger Freund. Licht, Mister... Nenn mich El Topo.
Dir gehört die Harvester? Wie man's nimmt, Sir. Diese... Ach, ich weiß schon. Amitabhs Art ist, naja, sagen wir rüde. Aber er ist ein guter Kerl, Junge. Wenn ihr Arbeit sucht... Amitabh meinte, es wäre sinnvoll zu... Arbeit ist immer sinnvoll. Hört zu. Vor Jahren konnten ich, Emerald Flint und das Internationale Konsortium für Energie und Transport den Ex-Chairman von Entrox, Leo van der Waal, stürzen. Aber dieser alte Walhai ist immer noch mächtig genug. Und er hat eine stattliche Armada von getreuen Kämpfern um sich. Und jetzt will er sich an ihnen rächen. Jetzt, wo die Gelegenheit günstig ist. Kluges Kerlchen. Also, wenn ihr euch ein paar Credits dazu verdienen möchtet, ich brauche gute Leute, die Patrouille fahren. Aye, Sir. Ich bin bereit. Gut, Junge. Ich werde dir dann vielleicht auch etwas über deinen Skipper verraten. Der gute alte Seebär, immer noch unterwegs. Ah ja. Was er uns wohl zu erzählen hat. Na, dann fahren wir erstmal Patrouille, ne? Moment. Erstmal gucken, haben wir... Ja, den Crawler haben wir ausgewählt. Dann gucken wir nochmal beim Mechaniker rein. Dann müssten wir... Wir haben die Plasma Gatling, EMP Pactor und Stingray. Reparaturkit haben wir, Plasma Gun, Vendetta Gatling bringt mir alles nix. Oh, seht ihr. Die Panzerung haben wir auch. Okay, es sollte soweit passen. Na, dann wollen wir mal gucken. Asylum Patrouille. Aufgabe, ein Angriff von Leo van der Waals Schergen wird erwartet. Gemeinsam mit Mailing um das Gebiet von El Topos Asylum Patrouille fahren. Funkanweisungen befolgen. Taktischer Hinweis, die Schiffe von Entrox sind schwer gepanzert. Ja gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Irgendwie merkwürdig, Mayday. Na gut. Du willst doch bestimmt nur mich abchecken. Hallo? Navigationspunkt. Okay, dann müssen wir vielleicht hier ein bisschen warten. Na geht doch. Und zum nächsten Navpoint. Ah, das Boot ist so schön schnell. Das gefällt mir. Ja, das kotzt mich an wie ein Film aus dem Shogunat. Ja, warte. Mayday, die Gegend ist gefährlich. Reiß dich zusammen. Also wirklich. Was uns da wohl erwarten wird. Ehre. Oder vielleicht doch nur ein paar Schüsse in den Rumpf. Mayday kommt gar nicht hinterher. So, Xiaolong. Als ich sagte, du hättest deine Wahl bereits getroffen. Aber niemand entscheidet sich gegen Mayling. Jetzt bist du reif. Wie bitte? Willy, hast du wohl sauer gemacht? Schwerer Fehler. Willst du mich verarschen? Mayday, reiß dich zusammen. Komm, mach es nicht. Damit wirst du die nächsten beiden Minuten eben leben müssen. So viel Zeit hast du nämlich gerade noch. Okay. Sofort aufhören, ihr zwei wilden Ratten! Alarm! Hört auf! Entrox-Spinner von Leo van der Waal greifen an! Willy, halt sie auf! Ich schick dir Verstärkung raus! Leckt mich doch alle! Ich hau ihr ab! Ihr seid kranke Spinner! Alles ab! Das ist doch die richtige. Du hast auch einen Schuss. Naja, gut. Muss ich halt alleine machen, wa? Bin ich ja gewohnt.
da hinten ist was. Oh, du kriegst ordentlich eins auf den Rumpf, Junge. Ja. Mein Pott ist schnell. Ja, wo ist denn der nächste da? Ja, ich konzentriere mich die ganze Zeit. Vergiss die Lady, jetzt heißt es überleben. Ich denke schon gar nicht an die Lady. Ach, schade, dass man sich nicht eine von beiden aussuchen konnte. Ganz ehrlich, Mei-Ling wäre schon eher mein Fall. Achtung, da feuert jemand auf den Helinox-Tank. Kümmere dich drum. Jo. Bin auf dem Weg. Versuchen wegzufahren. Aber du wirst es nicht schaffen. Warte mal, hier ist doch noch wer. Da. Wurde gerade vom gegnerischen Computer erfasst. Oh, noch wer. Zum Glück haben wir ja mittlerweile einen ziemlich guten Energieblock. Na, da ist noch was. Ey, ihr sollt euch nicht gegenseitig rammen. Oh. So macht man das. Noch Fragen? Oh. Da unten hat noch einer Fragen. Du Idiot! Was heißt denn du Idiot? Sag mal. Wie hast du denn mit mir gesprochen? Und noch was? Noch wer? Willst du mich... Mission... Was? Was denn das? Alter, leck mich doch am Bürzel. Was war denn... Ihr habt doch alle weggeholzt. Naja, gut. Müssen wir halt nochmal, wa? Ja. Ich hab ich im Auge da. Na komm jetzt. Was habe ich denn da? Hab doch alle abgeballert. War da irgendeiner ein Hauptschiff gewesen oder so? Na komm, Mayday. Gib mal ein bisschen Stoff, du. Ja, das kotzt mich an wie ein Film aus dem Shogunat. Mayday, die Gegend ist gefährlich. Reiß dich zusammen. Ne? Okay, da muss ich irgendwo jemand... Stimmt, der hat doch gesagt, irgendwas wurde angegriffen. Na gut. Kann schon mal passieren. Aber das wollen wir doch ganz schnell bereinigen. Wäre doch gelacht, wenn wir mit unserer... So, Xiaolong. Als ich sagte, du hättest deine Wahl bereits getroffen. Aber niemand entscheidet sich gegen Mei-Ling. Jetzt bist du reif. Willy, hast du wohl sauer gemacht? Schwerer Fehler. Mayday, reiß dich zusammen. Hast mich zurückgewiesen. Damit wirst du die nächsten beiden Minuten eben leben müssen. So viel Zeit hast du nämlich gerade noch. Sofort aufhören, ihr zwei Bilden. Alarm, hört auf. Intox-Spinner von Leo van der Waal greifen an. Willy, halt sie auf. Oh. Ich schick dir Verstärkung raus. Alles klar, Leck alles mich doch klar. Alle, ich hau ja ab. Ihr seid kranke Spinner, allesamt. So, wo habe ich denn jemanden übersehen? Ist doch hier. Okay, bin bei dir, Willy. Konzentrier dich jetzt mal.
Was glaubst du, was ich die ganze Zeit mache? Vergiss die Lady, jetzt heißt's überleben! William, Achtung! Da feuert jemand auf den Helinox-Tank! Kümmere dich drum! Ja, wo denn? Tank gewesen? Oh. Wurde gerade vom gegnerischen Computer erfasst. Nein! Oh. Welcher war's denn? Oh. Ja, wenn ich jetzt auch wüsste, was dieser blöde Tank eigentlich ist. Ist doch nicht wahr. Ich komm, mach hin hier. Komm, Mädel, mach hier hin. Beweg dich. Mach mal schneller. Miet 126, da. Das geht flinker. Was sind diese Helinox-Tanks? Das sollte ich erstmal rausfinden. Als erstes. Ja, das kotzt mich an wie ein Film aus dem Shogunat. Ja, ja. Das wissen wir ja schon. Die Gegend ist gefährlich, reiß dich zusammen. Ups. Hihi. Was sind diese Tanks? Das müsste ich irgendwie mal feststellen. Ich meine, noch viel schneller kann ich die ja auch nicht versenken. Das ist ja wieder. So, Xiaolong. Als ich sagte, du hättest deine Wahl bereits getroffen. Aber niemand entscheidet sich gegen Mei Ling. Jetzt bist du reif. Hätte ich eine Wahl, hätte ich mich auch nicht dagegen entschieden. Hast du wohl sauer gemacht? Schwere Fehler. Mayday, reiß dich zusammen. Hast mich zurückgewiesen. Damit wirst du die nächsten beiden Minuten eben leben müssen. So viel Zeit hast du nämlich gerade noch. Sofort aufhören, ihr zwei blöden Ratten! Alarm! Hört auf! Entwurfsspinner von Leo van der Waal greifen an! Willy, halt sie auf! Ich schick dir Verstärkung raus! Was sind diese Helinox-Tanks? Ich hau ihr ab! Ihr seid kranke Spinner, allesamt! Naja, das ist doch die richtige. Kranke Spinner. Als ob. War der das? Ja. Okay. Ich habe die Markierung gar nicht bemerkt gehabt.
Das war mein Fehler. Hätte mir auch mal eher auffallen können. Ja, das wäre ja zu leicht gewesen. Ja, ist da noch wer? Da hinten. Das Friendly. Ja, war ja keine Absicht. Ja, noch wer? Ich sehe hier niemanden mehr. Yay, blow the man down. Wir haben sie im Sack. Na, endlich. Eieiei. Ja, manchmal mache ich es mir schwerer, als es sein muss. Bom, 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 bom. Ja, nichts wirklich Wertvolles. El Topus Asylum. El Topus Festung. 2826 Meter. Mein lieber Junge, was war da los? Warum hat dich diese Mei Ling zum Duell gefordert? Keine Ahnung. Urplötzlich, das kam wie aus dem Nichts. Nichts kommt aus dem Nichts. Erst recht nicht die Reaktion einer Frau. Wahrscheinlich. Aber ja, Sir, Sie haben gesagt, Sie könnten mir mehr verraten über Amitabh. Ich denke, er jagt einem Schatz nach. Dem Felsengrab. Ja, da gibt es diese alte Legende. Irgendwo in Aqua ist dieses berühmte Grab zu finden. Wer es öffnet, soll auf ewig verflucht sein. Die Sage geht, nur ein Mensch, der die schlimmste Qual in seinem Herzen trägt, soll das Grab finden. Denn nur jemand, der... Ach, ich verplappere mich. Bitte, Sir, erzählen Sie. Man hat mich damit reingezogen. Ich muss mehr wissen. Ah ja, die Jugend. Hier, es geht nicht um Ungeduld. Mein Leben hängt davon ab. Ich sehe schon. Manchmal ist die Welt so einfach, wenn man nur genügend Abstand hat. Sir, ich habe leider nicht genügend Abstand. Mein Hals hängt in der Schlinge. Vielleicht hat ja sogar Amitabh Mei Ling auf mich gehetzt. Ach was, Mei Ling hast du dir vermutlich selbst zuzuschreiben. Okay, ich werde dir was über Amitabh erzählen. Er ist ein Getriebener. Es heißt, seine Eltern wären bedeutende Clansfürsten in Floating Bombay gewesen. Aber sie ließen ihn im Stich. Das weiß ich, das hat er mir erzählt. Tja, seitdem sucht er Schätze. Sein ganzes Leben aber ist nur nach dem einen Schatz ausgerichtet. Dem größten aller Schätze. Dem Felsengrab. Naja, das erzählt die Sage. Dass der Schatz in einem unscheinbaren, unfindbaren Felsengrab verborgen liegt. Und woraus besteht der Schatz? Aus Oberflächenartefakten? Keine Ahnung. Weißt du schon, wie er heißt? Nein, nein. Die... Tränen des Engels. Ja, genau so. Die Tränen des Engels. Oh, wow. Das hat uns jetzt so irgendwie nicht so richtig weitergeholfen. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss für heute. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst schon, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.